Ich bin Thomas Dittmeier, Geschäftsführer von Dittmeier Versicherungsmakler. Und ich bin Yvonne und Ausbilderin bei Dittmeier. Meine Ausbildung habe ich auch bei Dittmeier absolviert und danach die Weiterbildungsmöglichkeiten genutzt und darf nun die Azubis bei uns im Betrieb betreuen. Im Allgemeinen zur Ausbildung im Bereich der Versicherung, die geht 3 Jahre und man durchläuft bei uns alle Abteilungen im Innendienst und besucht nebenbei die Berufsschule in Würzburg. Aber ich denke, mehr zur Ausbildung können uns die Azubis am besten selbst erzählen. Genau, ich bin Julian, bin Azubi bei Dittmeier und aktuell im 3. Ausbildungslehrjahr. Ich bin der Malik und bin aktuell im 2. Ausbildungslehrjahr. Und erzählt uns doch mal, warum habt ihr euch für Dittmeier entschieden? Ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen. Was uns beiden Spaß macht oder vielen Spaß macht, ist der Kundenkontakt. Sei es per Telefon, per E-Mail. Das Beste für den Kunden rauszuholen, weil Dittmeier versichert Omnibusunternehmen, sowohl Speditionen wie Taxi- und LKW-Betriebe. Und es ist sehr interessant. Okay, und was macht ihr so alltäglich? Bei uns ist es so, wir haben einen regelmäßigen, abwechslungsreichen Alltag. Es ist einmal so, wir haben 3 verschiedene Abteilungen, wo wir mitten in der Ausbildung dann die auch mal alle absolvieren, dass wir mal reingeschnuppert haben. Und zwar ist es einmal so, wir haben den Innendienst, der ist dafür die Vertragsbetreuung, also der ist auch dafür dann die Kundenberatung. Dann haben wir einmal die Schadensabteilung, die ist schon wie der Name sagt, dafür die Regulierung von Schadenfällen. Und dann noch einmal die Außendienst haben wir dann noch, der ist dann da, um Produkte anzubieten, also unsere Produkte anzubieten und auch für den Verkauf da. Okay, und was macht euch am meisten Spaß oder was zeichnet so ein bisschen Dittmeier aus? Also ich würde sagen, die Mitarbeiter-Lounge, da man zum einen mal in der Pause in so einer Mitarbeiter-Lounge entspannen kann oder auch Billard spielen kann. Wir haben da so einen tollen Pokal gewonnen und man kann mit Kollegen oder Freunden gemeinsam essen. Genau. Direkt in der Innenstadt. Genau, für jeden was dabei. Perfekte Lage. Und gibt es sonst noch Events, die ihr gut findet? Ja, bei uns ist auch ein großer Vorteil, dass wir auch außerbetrieblich sehr viel unternehmen. Das ist halt so, dass wir dann auch jetzt, weil jetzt wieder die Firmenturniere starten im Fußball, dass wir uns da auch mal regelmäßig anmelden und da auch mal zusammen alle in der Mannschaft spielen. Oder dass wir auch intern unter uns auch mal zusammen in eine Soccerhalle vielleicht nach dem Feierabend gehen und dann auch mal zusammen da zusammen spielen, jung gegen alt, sowas. Okay, super. Dann danke ich euch und falls du mehr wissen möchtest, komm gerne vorbei zu uns, mach einen Schnuppertag oder ein Praktikum und schau dir den Betrieb einmal selbst an.